Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe oder besser noch Personal Trainer oder Personal Trainer aus Karlsruhe alias Mr. T. Zum Thema, zum leidigen Thema und häufig diskutierten Thema, die Eiweißzufuhr macht uns krank. Dazu würde ich mal gerne einen Vermerk in den Raum stellen. Und zwar den Vermerk, die Dosierung macht das Gift. Die Dosierung macht das Gift. Es ist völlig egal, was ich zuführe. Auch Dinge, die im Verruf sind, sehr gesund zu sein, können, wenn es zu viel ist, auf Dauer auch gesundheitsschädlich sein. Und somit ist natürlich hier gerade im Proteinbereich teilweise mit, wo hier Empfehlungen ausgesprochen werden, von 3 Gramm, 3,5, 4 Gramm Eiweiß, Menschen, die auch freiwillig ohne irgendwie Informationen zum Teil bei 3, 3,5, 4 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht sind, ist es schwierig. Da könnte es, es gibt auch hier keine Garantie, da könnte es auf Dauer zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen, das ist richtig. Die Dosierung macht das Gift, auch wenn ich hier zum Beispiel jetzt mal die Kohlenhydrate heranziehe und sage, okay, auch Kohlenhydrate, was soll da passieren, da hört man jetzt nichts, da ist ja nichts Nachteiliges dran. Wer zum Beispiel eben immer eine viel zu hohe Menge an Kohlenhydrate zuführt, Kohlenhydraten zuführt, dann auch in der falschen Form, der wird es definitiv auch mit dem Spiegel sehen. Der wird auch definitiv seine Leberwerte werden sich ändern, ganz klar. Und so ist bei allen Stoffen, die wir zuführen, bei allen Lebensmitteln so, dass der Körper einen gewissen Bedarf hat. Und beim Protein liegen wir ungefähr bei Maximumbedarf von ca. 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, ungefähr. Das ist so das Höchstmaß. Wichtig ist, wenn man größere Mengen an Protein zuführt, dass man natürlich auch grundsätzlich genügend trinkt. Jawohl, genügend trinken ist natürlich sowieso für einen Sportler wichtig, ist für jeden Menschen wichtig und da machen die meisten Menschen Fehler, das Trinken zu wenig. Ganz klar, Überdosierungen mit 2,5 Gramm, 3 Gramm oben drüber und das über lange Sicht kann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Den Teufel an die Wand malen, das schon bei einem Eiweißshake, was ja zum Teil auch von manchen Menschen so betrieben wird, dass man schon, wenn man Eiweißshake trinkt, auch mal 2 am Tag trinkt, dass man gleich an Nierenversagen stirbt, das ist Humbug. Das ist völliger Humbug. Und zwar, es gibt meines Wissens noch keine Studie, die belegt, dass Bodybuilder oder Kraftsportler häufiger an Nierenerkrankungen erkranken wie Normalsterblicher. Ihr habt vielleicht in eurem Bereich auch schon Normalsterblich gehabt, die haben mit Protein gar nicht viel im Hut und haben Nierenprobleme. Das gleiche ist die Raucher, die Lungenprobleme haben, obwohl sie nie geraucht haben. Also das ist natürlich immer ein Stück weit schwierig, hier überhaupt eine Aussage zu treffen, was ist gut, was ist schlecht, wie viel ist schlecht, wie viel ist gut. Ganz klar, der Mensch, der regelmäßig Kraftsport betreibt, der eine höhere mechanische Belastung hat, eine höhere Stoffwechselumsatzrate, verbraucht natürlich auch im Proteinbereich etwas mehr, logischerweise, wie derjenige, der zu Hause auf dem Sofa sitzt. Sehr oft ist es aber so rum, dass natürlich eher über Proteinkonsum gesprochen wird, bei Menschen, die zu hohem Proteinkonsum haben und da werden natürlich auch Normalsterbliche mit einbezogen. Die Normalsterblichen, die dann viel Fleisch essen, viel proteinlastige Sachen essen und dann bei 2, 2,5 Gramm Eiweiß sind, aber sich mechanisch überhaupt nicht belasten, im Büro arbeiten, keinerlei Krafttraining, keine Ausdauersport betreiben, da ist natürlich eben das Risiko gegeben, dass es Probleme gibt. Deswegen, die Dosierung macht das Gift und so 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ist so ein ganz gutes Maß der Dinge. Und natürlich genügend Trinken und natürlich schöne gleichmäßige Verteilung der Mahlzeiten, eben nicht bei einem 100 Kilo Menschen das gesamte Eiweiß bei einer Mahlzeit. Das wäre ganz gut, das wäre so eine relativ gute Empfehlung für euch. Das war's, Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, zum leidigen Thema. Wann ist es zu viel und wann ist es gut im Bereich des Proteins?